Servus Leute, wir sind wieder zurück bei Watch Dogs und weiter geht's bei unserem 100% Marathon, würde ich es fast nennen. Ja, vor jetzt die blauen und die grauen Dinge zu machen. Danach werden wir schauen, nochmal, was wir noch brauchen. Wir werden dann noch ein paar Dinge wie, keine Ahnung, müssen wir noch schauen. Die Online-Hacks brauchen wir auf jeden Fall noch. Aber das Wichtigste sind jetzt einmal, finde ich, die Grauen, und die Grauen sind relativ viele. Halt die ganzen Untersuchungen, Aktenkoffer einholen, Festplatten, Songs sneaken und so weiter und so fort. Und dann die Blauen sind halt relativ, ja, die sind liegen am Weg und die werden wir gleich mitmachen, finde ich, ist am sinnvollsten. Beziehungsweise die Grauen liegen am Weg von den Blauen. So, da haben wir einen Lift. Den brauchen wir natürlich benutzen. Geht darauf und geht schon ab mit uns ein Stockwerk höher und trinken wir mal wieder ein. So, wir haben hier, müssen hier mal von unten. Boah, scheiße. Jetzt haben wir mal das hier eingeschalten. So. Wenn ich das jetzt so mache, bekommt das hier Ding. Und dann kann ich das so machen und bekommt das hier noch zusätzlich. Jetzt könnte ich das so machen. Jetzt brauchen wir das auf der anderen Seite auch noch. So, das bedeutet hier mal. So. Super, zack, abschalten. Tack. So, das ist verkehrt. Das bedeutet, wir brauchen so, wir brauchen das so und wir brauchen hier ein Signal. So, wie kriege ich das Signal da jetzt weiter? Na, boah, okay, schalte es ab. Ich habe jetzt gerade, entweder ich habe ein Denkproblem. Warte mal, wir müssen mal hier eines herkriegen. Das kriegen wir, indem wir das hier rüber schalten. Jetzt haben wir auf der Seite das, okay. Und jetzt brauchen wir auf der Linie hier das Signal. Wenn ich das so mache und das dann so, jetzt müsste das da oben aktiv sein. So, kurz abschalten. Mal schauen, wie es weitergeht. Jetzt müssen wir das hier so durchschalten. So, so, so. Und so, und jetzt sind wir drinnen. Na, will uns was sagen? Ging jetzt los? Willst du wirklich nicht mitkommen? Sollen wir dir was mitbringen? Wir bringen was mit, Ja, ja? okay, ich weiß nicht, um was es genau geht. Ist nicht so wichtig, aber der nächste fixe Auftrag wartet um für uns und da vorne ist noch das nächste Versteck. Na, na, na? Will er nicht springen? Ja, scheiß dich nicht an. So, da wir aber natürlich bei dem Fixer, bei dem Versteck wahrscheinlich nicht mehr in der Nähe sein Ich lasse die werden, Cops mal wieder richtig arbeiten, müssen Felix. wir, Nur lang genug, damit mein macht Klient man in dann Ruhe wahrscheinlich sein was Ding drehen anderes. kann, ohne gestört zu werden. Ja, da fahren wir ein bisschen herum und das geht dann schon. Wo ist das Auto, das wir kriegen sollen? Ja, dann fahren wir ein bisschen eine Runde und dann geht's ab. Lasst mich einfach vorfahren. So, jetzt machen sie sich dann noch. Focus Blackout. USV. Nein. Dann machen wir. Boah. Jetzt habe ich da geschlafen. Ich hätte jetzt ein bisschen Gas geben sollen gleich. Ich habe jetzt mir eigentlich Blackout. Ich wollte meinen Gemcoins einschalten. Dass ich die blockieren kann. Aber es geht gleich eh nicht. Naja, wurscht. So, müssen wir schauen, dass wir nicht vielleicht reinkommen in genau in die Bereiche. Ja, und da sind wir jetzt drinnen. Das Blöde ist, wieso ich keine Gemcoins habe. Habe ich keine, kann ich keine mehr herstellen mehr. Beziehungsweise die Polizei ist eh unfähig gerade. Aber jetzt fahren wir genau rein. Die Zeitanzeige dort oben stört mich gerade ein bisschen. Die ist mitten im. Auf der Straße!
Okay, ja. Die habe ich verschlafen. Die Angabe hier. So, und jetzt haben sie mich. An alle Einheiten. War mal so klar. Erfolgreich. Verdächtiger lokalisiert und markiert. Versuch ihn zu drehen. Boah, da ist wirklich nur. Boah. Na, super jetzt. Fahrt er voll in mich rein. Pass auf, die Poller! Wir werden ihn ran. Ja, ich weiß, dass du. Dass da hinten. Die Kamera ist ein Arsch, wenn es mal umdreht und dann nicht wieder zurückschaltet. Verstanden. Eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zum Verdächtigen. An alle, sind am Verdächtigen dran. Aufpassen! Weil der Kieberei da ist. Straßensperren. Mit Nagelbändern. So. Ich glaube, die Brücke haben wir jetzt einiges abgeschalten. Ich bremse ihn aus! Hier spricht die Polizei. Ja, ich weiß. Genau, ich würde jetzt ranfahren. Wir brauchen hier CityOS-Zugang. So. Jetzt haben wir es abgehängt. Boah, wo muss ich fahren? Verdammt, haben ihn verloren. Boah, ist das gerade da so eng zu fahren und das Auto ist schon sowas von im Arsch. Ich meine nur, dass die da ein bisschen herumfahren machen dürfen, ihr Verbrechenzeug, da helfen ihnen noch dabei. Dieser Dreck, der Lesch haben ihn verloren. Ja, das war mir eh klar, dass mich verliert. So. Noch 4 Stück. Jetzt haben wir es gleich. Ja, geh. Na, habe ich eh Q drückt, dass ich da durchfahren kann gleich. Das ist eh offen. Ja, jetzt fahren wir genau rein. Da unten 23. Und dann noch einer, der wird dann gleich da hinten halb sein, irgendwo relativ weit. Und dann muss ich gleich mal schauen, wieso ich keine Gemcoins mehr habe. Das war wieder na. Ja, und jetzt hat mich die Polizei noch einmal. So hätte ich jetzt G gedrückt. An alle Einheiten. Ist die Polizei jetzt noch oder nicht? So. Ah, er ist schon hinter mir. Wenig Q drück gehabt. Zu verrückt mit euren Nagelsperren. Muss ich wieder fliehen übers Wasser. Das ist das einzige Problem, dass man zurückschaut. Obwohl, man kann so zurückschauen, ja, mit Steuerer, mit Shift meine ich. Scheiße, aber das habe ich ganz vergessen. Eine Hochleistungspatrouille ist am Verdächtigen dran. Gar nichts ist dran an mir. Perfekt. So, schauen wir gleich, wo das nächste ist. Natürlich sind wir hier. Hey, hier könnte man die Herstellungskomponenten kaufen und hier wäre die Untersuchung auch noch. Und hier noch gleich 2 fixe Aufträge. Das werden wir ganz kurz hier fahren. Weiterhin den Rächer Aiden Pierce. Die Bürger Chicagos jedoch jubeln Pierce zu. Danke, mit so viel Bürger. Öffentlicher Unterstützung haben die Polizeibeamten Schwierigkeiten, Tipps zu seinem Aufenthalt zu bekommen. Ja, die Polizei wird mich auch nie finden. So. Schauen wir, dass wir den QR-Code da wieder scannen. Und dann werden wir uns ein paar Herstellungskomponenten kaufen. Dass wir gleich unsere ganzen Sachen wieder perfekt machen. So. Aussteigen. Hier soll irgendwo ein QR-Code sein mit Kamera zum Scannen.
So, laufen wir mal da raus. Vielleicht können wir sehen, wir von der Seite da was. Sieht sie irgendwo einen QR-Code? Vielleicht oben auf der Autobahn? Könnte es natürlich auch. Also dann wäre der mal anziehen. Ah, da ist er. So, da ist er. Da ist er auf der Säule. So, jetzt muss ich nur mehr eine Kamera finden, mit der ich hier scannen kann. Na, lass das Handy heraus. Das ist so finster gerade. Da ist eine Kamera. Vielleicht geht die Kamera auch bis darüber. Na, dann wird es die sein. Die schaut nämlich besser aus für vom Winkel. Na, da kann ich so. Warte mal. Müssen wir noch probieren, ob wir auf die andere Seite drehen können. Scheiße. Das geht sich nicht aus. Noch einmal schauen. Ah, da vorne ist nirgends mehr Kamera. Und ich glaube nicht, dass das drüben auf dem. Ah, wartet mal, da ist auch noch mal ein QR-Code. Das könnte sein, dass ich eher von. Schaut sich her, warte mal, wir haben hier eine Säule voll und hier eine Säule voll. Und wenn ich das da so in der Richtung habe, ich einen ganzen QR-Code. Das bedeutet, dass hier irgendwo eine Kamera brauchen. Und hier habe ich auch nochmal QR-Code. Wow. Da, das ist die ganze Säule entlang. Wo ist denn da eine Kamera? Leute. Oh, ich gehe mal zu ihm rüber und dann müssen sich damit. Dann muss ich gleich irgendwo auf einem anderen Haus da drüben eine Kamera haben. Schauen wir zuerst zu ihm da. Ihr habt es ja jetzt gesehen. Ja, schon so, besser. So, einkaufen. War klar, dass du wiederkommst. Na, warte, kann ich nicht gleich alles kaufen? Na, mach mal halt extra. Es ist dir doch keiner gefolgt, oder? Nein, ist mir keiner. So, wir kaufen alles. USV. USV, unabhängige Stromversorgung eigentlich. Ah, das ist eine Bombe. Die haben alle nicht benutzt. Das ist so. Ja, Fokus lasse ich. CTOS-Scanner. Sieht Blackout. Jetzt weiß ich auch, wo man so viel Geld braucht. Und Gem, aber Gem kann es kosten 500. Ah, ich könnte da eh gleich alle auf einmal kaufen auch. Das war's, oder? Ja. Ah, ich trenne mich nur ungern davon. Ja, ich weiß es. So, das muss aber von der Seite hier sein. Wo ist denn da eine Kamera? So. Ich glaube, ich schwimme da mal kurz rüber auf die andere Seite. Ah, schau, dass ich nicht zurückschauen kann. So wie bei DC, dass ich mich umschauen kann ein bisschen. Weil es ist sicher die Ansicht gewesen von der, da muss ich so rüberschauen. Und dann sollte das eigentlich halbwegs funktionieren. So, jetzt werden wir da umschalten wieder auf. Auf Köder, Annäherung, Fokus, CTOS-Scans. Da Kamera irgendwo. Da seht ihr das? Das ist da. Das muss. Da muss da. Kann das eine Verkehrskamera? Ah, die schaut gut aus. Genau. Perfekt. 2 von 17. Netzwerkrat, gibt es wirklich? Ich wurde zu einem Gespräch mit 6 von Ihnen vorgeladen. Ich weiß nicht, wie Sie es herausgefunden haben. Aber ich hoffe, dass Sie nichts von. Ja, gut und schön. So, fixer Auftrag. Wie weit ist denn das? 300 Meter? Es ist, als spreche man mit einem College-Professor. Laufen wir mal rüber. Weißt du, wer ein Verbrechen. Dann machen wir das Verbrechen in dem Bad noch, weil dann ist der Bad auch ziemlich vor Ende. So. Ist da eine Kamera irgendwo? Der Kamera kann ich sicher reinschauen. Verbrechenswahrscheinlichkeit. Naja, mit einem Baseballschläger ist ziemlich sicher, dass der ein Verbrechen machen wird. Weil wer rennt sonst mit einem Baseballschläger so offen herum? Potenzielles Opfer. Ja, okay. So,
So nah werde ich aber auch nie hingehen. Ja, was haben wir denn hier? Du verlässt besser nicht die Stadt. Ich verlasse die Stadt. Zack, nicht. Nein, komm. Hast du es auch, wenn du belogen wirst? Ich schon. Warum könnt ihr mich so nicht in Ruhe lassen? Bitte. Das kommt dabei raus, wenn man sich mit den Falschen anlegt. Verschwinde! So, der hat wieder überlebt, das passt. So wird das gemacht. Perfekt. Den geschnappt, Verbrechen erkannt. Unverbrechen neutralisiert, Ruf verbessert. Ja, und wir sehen uns im nächsten Part, wenn es wieder weitergeht bei Watch Dogs. Bis dann. Ciao, Leute.